Guten Morgen. Dum dum di li dum. Dann gucken wir jetzt nochmal zurück und hoffen, dass wir zum Tiefkühlcontainer kommen, wo wir Valkyra fangen können. Weil ich will trotzdem dieses Eis-Pokémon haben. Ich habe sonst nie Eis-Pokémons dabei. Wann hat man mal Eis-Pokémon dabei? Mein Eis ist ja auch, glaube ich, gegen nicht sehr viel effektiv, ne, so. Nie raschelt da was im Gebüsch. Eine Sekunde bitte dort. Bitte dort stehen bleiben. Warum? Ich darf doch nicht lang warten. Die Zugbrücke ist jetzt hochgezogen, damit ein paar Schiffe passieren können. Du kannst sie jetzt also leider nicht überqueren. Frag doch mal den Arenaleiter von Maria City, ob... Nein, lieber nicht. Aber die Arenaleiterin von Rayon City kann vielleicht helfen. Es war klar. Es war so klar, dass wir da nicht... Ich hätte das gleich ausprobieren sollen. Okay. Können wir da unten lang? Da unten ist nämlich noch ein Item. Es war so klar, dass wir da nicht langkommen. Ein Hypertrank. Mann. Ich hoffe, wir können schon in unseren Laden da jetzt mal ein paar Beleber kaufen. Das wäre schön, weil sonst wird das mit der Arena nämlich echt schwer. Glaube ich. Und wir sollen hier die Arenaleiter machen. Gut. Die finden auch immer irgendwas, damit du nicht weiterkommst. Ist gemein. Achso, gegen dich habe ich letztes Mal sogar gekämpft, ne? Stimmt, hier waren wir das letzte Mal. Fahr mich nicht an mit deinem Fahrrad. Juhu, ich rase mit dem Rad dem Pokémon-Kampf entgegen. Antje. Antje. Eine Ente. Aua. Stimmt, das ist ein Vogel-Pokémon. Ja, naja, gut. Eine Ente zähle ich nicht als Vogel, deswegen. Eine Ente ist für mich ein Wasser... Jetzt kommt's, Säugetier. Hm. Kleoparada. Parada, ja. Wer war das denn nochmal? Kenne ich irgendwie. Ah. Macht sowieso keinen Schaden. Verfolgung ist, glaube ich, auch wirklich nur dann gut, wenn du dein Pokémon tauschen möchtest, oder? Ich glaube, dann macht das, glaube ich, den meisten Schaden, oder? Warte mal, der zählt der Angriff nochmal oder zählt er, glaube ich, doppelt so stark oder so? Die Niederlage schmerzt sehr, doch mein Fahrradklingel macht mich wieder froh. Wow, wie einsam. Kling, 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 kling. Alles hasst mich. Kling, 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 kling. Unglaublich, dass es gleich neben der Großstadt ein so riesiges Plätzchen wie diesen hier gibt. Ich finde das ganz toll. Komm, lass uns ein Kämpfchen wagen. Wagen vor allem. Rotomurf. Was für ein Ding? Ein Maulwurf. Vermute mal ein Boden-Pokémon. Weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Ich vermute mal, der kann die Technik Schaufler. Ich finde aber eigentlich relativ cool. Er hat relativ Stil. Klauenwetzen. Hilfe, macht mir Angst. Okay, dein Angriff ist bestimmt gestiegen. Genauigkeit auch. Klar, wenn ich die Klauenwetze treffe ich auch besser. Hey, wir sind vergiftet. Ja, toll, jetzt zum Ende hin, weißt du? Jetzt zum Ende hin ist er vergiftet. Wir mal testen den Giftschock da und... Darf ich nicht. Wir setzen den trotzdem ein. Einfach nur, weil wir es können.
Der war eigentlich cool. Ach ja, ich bin jetzt eins mit dir. Mit mir. Achso, mit dir. Ich bin jetzt eins mit dir. Hä? Was habe ich denn damit zu tun? Komm zu mir. So, Pokémon heilen und auf wackelnde Büsche hoffen. Ich habe ewig keinen wackelnden Busch mehr gesehen. Ewig nicht mehr. Gibt's die noch? Ich bin total enttäuscht. Jura-Tytox. Ja, da steht Unrat-Tytox, aber trotzdem Yra. Ist mir egal. Ich nenne ihn so, wie ich es will. Darum ist übrigens Zerschneider. Haben wir Zerschneider schon? Hatten wir schon. Ich weiß nur nicht mehr, ob wir das Pokémon dabei haben, das das hatte. Gott. Es wäre geil, wenn man mal einen Trainer finden würde, der 6 hier Ordochts dabei hat. Wir haben keinen, der Zerschneider kann. Okay, kann das zufällig Grillmark oder so? Ja. Dann lernst du jetzt Zerschneider. Solange wir dich noch dabei haben, kannst du auch Zerschneider lernen, statt Kratzer. So, dann können wir damit jetzt auch durch. Sonst hätten wir niemals das Sonderbonbon gefunden. Ach, leck mich fett. Kann ich gerade das Rascheln hören? Übrigens keine Ahnung, wo wir hier gerade hingehen. Hain der Täuschung. Ist das gar kein Pokéball? Okay, was gibt's im Hain der Täuschung? Oh. Navitaub. Okay. Schon die Entwicklung von der Taube da. Dessen Namen Duselgur. Da haben wir den wieder. Ich werde den jetzt töten. Weil erstmal ist das eine Entwicklung. Ruheort. Ja, heil dich erstmal. Mal gevolltreffert. Cool. Bald Level Up und dann können wir ihn bald entwickeln. Riesenpilz. Keine Ahnung, was ich mit diesen Pilzen soll. Aber nichts wuschelt hier. Was ist das? In unserer Welt gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Wertvorstellungen. Was die einen verabscheuen, kann für die anderen das höchste Glück bedeuten. Gerade diese vielen unterschiedlichen Wertvorstellungen machen meiner Meinung nach den Reichtum unserer Welt aus. Tschüss. Ich liebe es, in der Welt herumzureisen und mit all den verschiedenen Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber die Frau in diesem Wohnmobil denkt ganz anders darüber. Sie bevorzugt ein Leben in Stille und Einsamkeit. Das ist aber auch eher mein Leben. Wobei herumreisen auch geil ist. Komm, hier muss doch was sein. Arsch mich nicht. Ach Gott, leck mich. Da kann ich extra reinlaufen. Dann reden wir mal mit der Frau. Vielleicht möchtest du ja mit mir reden. Hi. Ist denn nicht? Vielleicht bringt sie uns ja noch irgendwas. Ach so bitter, dass nie irgendetwas rauschelt. So, gib mir mal wieder ein Pokémon. Oh, das ist angenehm. Folikon ist angenehm. Pflanzen-Pokémon, eine Giftattacke tot und dann. Dann gebe ich Oh, Schutzschild. Kann das jetzt jeder oder was? Ich muss ganz entspannt bleiben.
Bleibe ganz entspannt. Die sind nun mal scheiße derzeit. Entwickelt es sich? Ja, es entwickelt sich. Nice. Ich dachte mit 31, aber Pete entwickelt sich schon. Geil. Ja. Nice, nice, nice. Letzte Entwicklung von Pete. Ja. Es sieht cool aus, ja? Es sieht cool aus, ne? Glückwunsch, dein Pete wurde zu einem Kerapendra. Kerapendra. Pete versucht, Staffelette zu erlernen. Ich habe noch niemand eine Ahnung, was das ist. Eine Attacke vergessen? Was ist das? Staffelette. Tausch Pokémon aus. Alle Statusveränderungen bleiben bestehen. Tausch Pokémon aus. Ich will aber nicht, dass die Pokémon ausgetauscht werden. Nö. Nö. Nein. Ah, leck mich. Falsche Taste. Bekannte Attacken behalten. Staffelette nicht erlernen. So. Ich weiß, brauche ich? Nein. Oder? Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, aber brauche ich nicht. Angriff hoch. Ja, genau so. Hauptsache, er kann die Fähigkeit, dass Käferattacken mehr Schaden machen. Und hat nicht eine einzige Käferattacke drauf. So, Otti, jetzt bist du bald mal dran mit Level Up, wa? Wie sieht es eigentlich bei dir aus mit den EXP her? Den können wir ja eigentlich mal da Sonderbonbon geben, wa? Einfach nur damit bist du auch Level 30. Geh doch immer den umständlichsten Weg für alles. Einsetzen. Dann geben wir den einfach Flappy. Und dann ist Flappy Level 30. Ich habe immer noch kein weiteres Exemplar. Verdammt. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt in Heilen der Täuschung sollten, aber... Es gibt keine wackelnden Büsche mehr, oder? Die gibt es nur am Anfang, oder? Ich bin so mega enttäuscht, dass es keine wackelnden Büsche mehr gibt. Ich suche nach Orten, die im Keimreiseführer stehen. Churro-Keks. Ich habe keine Ahnung. Ach, der. Ja. Kampf Unlicht. Aqua Valley. Ach, hier war mal immer unser stärkstes Pokémon gewesen. Au? Nö. Glaub nicht, au. Weiß ich nicht. Glaub nicht. Keine Stärke. Man müsste es sie eigentlich in jedem Reiseführer erwähnen. Warum? Weil ich der Hammer bin? Ich weiß, ich bin der Hammer. Fahrradfahren. Auf mein Rad fahre ich durch den Wind, dem Sieg mit meinem Pokémon entgegen. Ehe. Roll um! Mach schon wieder, ey. Ah. Ich kann doch dagegen nichts ausrichten hier. Ich habe nichts, was dir wehtun kann. Dieses Schutzschild, Alter. Das geht mir so auf den Schniffel. Ein Schutzschild geht mir wirklich auf den Schniffel, muss ich sagen. Jeder Doppel setzt Schutzschild ein. Wo ich dachte, Wasser wäre nicht effektiv gegen den. Jedenfalls schöne Prozente. Dankeschön, Otti. Lassen wir Otti gleich da liegen. Lassen wir ihn da gleich liegen, also benutzen wir ihn gleich weiter. Muss er eigentlich zwei Räder haben, weil er Fahrrad ist oder so? Braucht er das? Deswegen haben die vielleicht immer Rollen, weißt du? Weil es Fahrradfahrer sind und die rollen ja und die rollen halt auch und... Das wäre so schön, wenn Rollen diese Technik hätte. Vor allem mit Toxic Shock wäre das halt einfach geil. Aber nein, hat er nicht. Kacke. Das ist ein bisschen doof, ich wusste aber nicht, dass es sowas gibt. Ich habe einfach das Erstbeste genommen. Aber das ist kacke. Der sanfte Wind bringt die Niederlage. Und jetzt umweht er mich. Was? Ich weiß nicht.
warum ich als Fahrradfahrer so reden muss. Warum kann ich nicht einfach sagen, Scheiße, hab verloren. Wichser. Warum geht das nicht? Nein, der sanfte Wind umwedelt mich oder was weiß ich, was er will. Verstehe ich nicht. Immer hier einen auf Poesie machen, Alter. Schreib das in dein Poesiealbum. Und hier kommen wir auch nicht weiter. An der Wunderbrücke werden gerade Wartungsarbeiten vorgenommen. Und da kommen wir nicht weiter. Kommen wir da? Nein, da müssen wir mit Stärke den Stein wegschieben. Okay. Wie viel brauchst du noch für Level Up? 1285. Vielleicht geht es schnell. Vielleicht finden wir was Raschelndes. Gibt's sowieso nicht mehr. Oh, das ist das Psycho-Pokémon, was ich haben wollte. Was wir jetzt nicht mehr mitnehmen, nee, aber das war es halt damals gewesen. Ist das nicht süß? Okay, mit 138 dauert es aber echt lange. Gibt es zufällig irgendwelche Entwicklungen hier? Die zum Beispiel, ist glaube ich eine Entwicklung, oder? Ich glaube die Entwicklung von der Katze, die wir haben, von Felix. Gibt vielleicht ein bisschen mehr EXP. Ich liebe die Fähigkeit Kalkklinge. Weiß nicht warum. Wenn wir die Pokémon mit einer Muschel aufschlitzen, das ist halt eigentlich schon ein bisschen cool. Chinchilla. Oder Picochilla. Alles heißt hier Pico, ne? Picochilla, Picoente. Machen wir noch Level 30, wir sind zu kurz davor. Raschelt! Man muss ja eigentlich auch diese Furzgeräusche machen. Das muss doch nicht sein, oder? Ist ja eigentlich eine hohe Verteidigung? Immer irgendwie kriegen wir ihn nie tot, so wie wir das wollen. Ich find's gut, wenn der nämlich Level 30 ist, dann haben wir nämlich noch ein Level höher für die Arena. Ja. Machen wir gleich in der nächsten Folge, ne? Wisst ihr, ne? Folge endet gleich, ne? Wisst ihr, ne? Quietsche! Das schlitzen wir auf. Das kleine Ding schlitzen wir auf. Nein, wir können keine Items verwenden. Heißt das somit auch, wir können keine Pokebälle mehr verwenden? Weil es ist ja eigentlich auch ein Item. Und wenn sie uns die Items sperren, dann könnten wir auch rein theoretisch keine Pokebälle mehr verwenden. Stell dir mal vor, du denkst dir gerade so, oh geil, ich fange mir das Mewtwo. Itemsperre. Stehst du da? Fuck. Ich wollte doch das Mewtwo haben. Itemsperre. Wir wollen das Pokémon jetzt fangen und jedes Mal macht es Itemsperre. Gleich geschafft. Gleich geschafft. Nochmal eine Katze besiegen und dann... Und dann haben wir das. Ich würde sagen, ich würde meine Katze... Toll. Kleopatra nennen. Ist das nicht ein geiler Name für eine Katze? Kleopatra? Klingt das stilvoll, oder? Majestätisch für eine Katze. Oder Schnuffel. Ist auch majestätisch. ...500 EXP, ey, das ist gar nicht mal wenig. Hat ihr irgendwas gelernt? Hat ihr irgendeine Entwicklung?
Okay, das wäre ein bisschen zu viel verlangt, glaube ich, oder? Okay. Dann haben wir jetzt so weit trainiert, dass ja, wir tatsächlich jetzt in die Arena müssen. Die waren Vergnügungspark, genau. War ich hier unten schon mal? Oder von hier unten komme ich? Von unten komme ich. Ja. Gibt kein weiteres unten mehr. Oh. Pokémon Arena. Ich weiß gar nicht, hat sie schon mal erwähnt? Ich weiß, sie ist ein Topmodel, ja. Und fliegt bald weg, so dünn wie sie ist. Aber. Sie hat nie erwähnt, was sie für Pokémon hat, ne? Soll ich save mal? Wir haben gute Pokémon.